So, liebe Zuschauer, nun, denke ich, steigen wir eine Liga höher. Zu Jelena Vereshnaya und Anton Cicarolice. Und damit gehen wir zu den Weltmeistern von Helsinki, die bei der letzten Europameisterschaft ein bisschen Pech hatten. Ja, lagen in Führung, mussten nach dem Kurzprogramm den Wettbewerb abbrechen, da eine Erkrankung von Jelena Vereshnaya ein vernünftiges Laufen verhinderte. Ja, wir sind gespannt, wie es läuft. Die gesamte Saison war nicht optimal, nicht fehlerfrei, viele ihrer Auftritte. Ja, der Radetzky-Marsch von Johann Strauss, vielleicht hilft er ein bisschen hier in der Wiener Stadthalle. Tja, eines ist klar geworden, der Weg in die Medaillenränge führt auch nur über die beiden, das definitiv. Und wie man natürlich beim Publikum ankommt, das haben sie auch gezeigt, schon bei der Wahl der Musik, das ist vortrefflich. Die beiden, die schon vor 2 Jahren in Mailand auf dem Treppchen ganz oben standen, als sie Europameister wurden, schon 97 Platz 3 belegten und sich auf Anhieb in die Herzen der österreichischen Fans gelaufen haben. Es gab ein paar Probleme ganz am Anfang, aber nur ganz kleine. Ja, also der aber ganz normale. Dreifache Tulu war vielleicht nicht so hundertprozentig sicher, aber eigentlich im Großen und Ganzen. Wir sehen ihn da jetzt nochmal in der Zeitlupe. Ohne größere Fehler absolviert. 1/10 müsste es Abzug geben für den Handaufsatz von Jelena Vereshnaya. Dann aber 2 Elemente, wirklich erste Sahne. Der Doppelwurfschluss und hier der dreifache Salchow, bombensicher im Auslauf. Sie sehen das hier. Anton Cicarolice wirft nicht so enorm hoch, aber dafür wahnsinnig weit. Also mindestens 6-7 Meter fliegt da Jelena Vereshnaya durch die Luft, das sieht bevor sie landet. Das sieht dann auch ausgesprochen flüssig aus, wie es weiter dynamisch, ja, enorm. Also im Großen und Ganzen bislang wirklich das Beste, was wir hier gesehen haben, deutlich besser, sicherlich auch noch als die Polen, Dorota Zagorska und Mariusz Jurek.
Ja, war nicht einfach für die beiden im Vorfeld dieser Europameisterschaften, denn wie gesagt, sie hatten so ihre kleinen Schwierigkeiten bei diversen Wettbewerben zuvor, das Skate America zum Beispiel oder beim Grand Prix Finale in Lyon. Aber möglicherweise scheint das rechtzeitig überwunden worden zu sein. Dieses kleine Tief, das sie hatten, Tamara Moskwina, sehen wir daneben, die Trainerin, auch höchst erfahren und erfolgreich vor allen Dingen. Überhaupt der russische Paare das Geschehen seit Beginn der 60er Jahre dominieren und nur deutsche Paare eigentlich in der Lage waren, da mal dazwischen zu funken. Ja, zuletzt eben noch, viele werden sich daran erinnern, Mandy Wötzel, Ingo Steuer, die beiden Chemnitzer, die letzten waren, die großen Phalanx durchbrechen konnten. Hier ganz klar, neunmal der erste Platz, die 5-9 gibt es sogar in der B-Note, also ganz klar in Führung, Bereschnaier und Sikorolitzer.